sind wir wieder. Wir haben zuletzt ja mit Anna durchgespielt. Das war ja mehr eine Qual als alles andere. Oh je. Und diesmal nehmen wir Bake oder wie auch immer er sich nennt. Backen, Kekse, irgendwas, Kuchen, ich weiß es nicht. Ich sag Bake dazu. Ich weiß nicht, wie man die Leute hier so ausspricht. Und ich werde meinem schlauen Büchlein, hätte ich eigentlich vorher noch machen sollen. Ich bin auch ein ja, manchmal doch. General, tralala, pipapo. So, Anna, ist das nach Alphabet? Dann müsste ja Bake eigentlich recht schnell kommen. Bake, Do-San. Für alle, die mal den Namen ausgesprochen haben wollten. Alter Finne. Also das Sundisch? Also mit A, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie man spricht. Tralala. Oh ja, mit dem kann ich auch noch ein bisschen was. Backfist. Okay. Landstring. Okay, whatever you are. Ich glaube, das sind die Endlos-Kombos von ihm. Aber egal, ich würde sagen, nicht lang schwafeln. Kombos? Wurftechniken. Okay. Gut. Der hat nicht viel Wurf. Hinterm Gegner. Falala. Der hat auch keine Wurferweiterungen. Egal. Wir spielen jetzt mit ihm durch. Wir haben übrigens keinerlei Charaktere wieder freigeschaltet. Dadurch, dass wir jetzt mit Anna gespielt haben. Sollte der auch mal noch hochziehen. Aber man sieht, der ist schon mal... Powerkick hier. Bams. Das ist übrigens seine Ulti. Für alle, die es nicht wissen wollten. Aber schön, dass Jack mich da vollkommen aufladen lässt und alles. Jawohl! Und zwar ist er nämlich ein Fußtechniker, der auf allerfeinsten sollte, und er kann auch ein Ultimate unendlich Kick gedöns. Konnte ich sogar damals mal hier rein. So mit dem Ultimate durchtreten. Genau, richtig hin. Hast du gemütlich? Also mit ihm kann ich relativ gut umgehen, muss ich sagen. Aber relativ. You win. Round two. Fight. Sie kann auch treten, wie man sieht. Ja, genau das meinte ich mit dem Hochtreten. Okay, machen wir wieder einen Powertritt. Warum auch nicht? Oh, ich hab zertreten. Oh. Ich glaube, der geht irgendwie hinten und dann beide Füße. Round one. Schräg hinten. Ja, genau, und jetzt weiter. Ja! Naja, hat man ein bisschen was zu viel. Aber... Perfekt. Heidi Witzka. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber perfekt. So, Runde 2. Schade. Der hat nicht gesagt. Was soll denn das? Hallöchen, Popöchen. So, oh, Paul kommt. Round one. Fight. Okay, hast du auch zweimal getreten, ja? Hey, yo. Ja, weil ja, Bams. Den
reiner Luft zerfetzt, würde ich sagen. So ist das nicht. So liebe ich meine Gegner. Wenn ich in der Luft zerfetzen kann. Ja, das meine ich. Ich kann ein bisschen mit dem schon umgehen. Ein paar Kombinationen kenne ich noch, die man so machen konnte. Mit dem habe ich auch ziemlich viel gespielt. So wie mit Law und so auch. Schade. Mann. Komm! Jawohl! Und der Genickbruch! Knack! Das wollte ich. Danke! So! Dann gab es ja noch welche, ne? So, Knack! Schon wieder der Genickbruch. Das war gemein. Entschuldigung. Aber mir war gerade da. Ich wollte eigentlich den normalen Greifer mal davon nehmen. Aber okay. Ja, tritt einfach mal drauf, ne? So, hallalala. Guck mal hier, Dumps. You win, win. Oh, nee. Wie gehe ich bloß mit den Frauen um? Was soll das? Ja, ich hab's zumindest nicht geschlagen. Ich hab sie getreten. Oh. Immer diese Ausreden. Nein, man tritt Frauen auch nicht. Weder schlagen, noch treten. So. Damit ihr alle mal Bescheid wisst. Keine Gewalt gegen Frauen. Das hat sich bestimmt. Ich mach's mal Seite. Alter, zack! Jetzt reicht's aber langsam hier. So, geht doch. Mama mia, da muss man sich erstmal anstrengen hier. Round 1. Fire! Nein, dammit! Ich dachte, er macht erst unten, dann oben. Aber na gut, dann machst du es eben andersrum. Komm schon! Ja, endlich der Erste, der ausweicht. Es war ja klar, dass irgendwann einer kommt und ausweichen wird, wenn ich meinen Powerbums mache. Jawoll! Haben wir doch nochmal nach oben gekriegt, den kleinen Mann. You win, win. Ah, Prösterchen. Oha, gegen Law. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Ich weiß genau, was du machen willst. Ich kenne nämlich deine Moves. Aua, den kenne ich auch. Gut, den sieht man so schlecht. Komm her! Kanack! Ah, schön! Aber wenigstens realistisch, dann steht er nicht mehr wieder auf, nachdem ich ihm mal das Genick gebrochen habe. Na gut, Runde 2, ne? Wir haben ihn wiederbelebt. Oder so. Aua! Das macht mich ganz schön sauer! Da ist er ausgewichen, der Sack. Oh, oh, 1-1. Okay. Jetzt sollten wir uns mal ein bisschen anstrengen hier. Ah nein, jetzt macht er die Doppelte, der Sack. So, komm her. Gesessen, aber richtig gut. Aua! Jetzt
ist aber Schluss mit lustig. Der Nick braucht die zweite. So, bitteschön. Knack. You win, win. Round one. Fight. Hallo Gatti, wie geht's denn dir? Du kannst auch schöne Sachen, ne? Ich weiß. Ja! Wunderbar, perfekt durchgezogen. So muss ich das. Wenn wir erstmal hoch haben, dann geht's weiter. Round 2. Fight! Schade, ich wollte gerade einen Genickbruch machen. Schade, och Manno. Spielverderber, du. Mit deinem dummen 5-Euro-Gesuche. Wollt ihr noch mal das Genick brechen? Und dann wird er trotzdem zum Devil. Round 1. Oha, oha. Lässt du den Quatsch? Ja, gut, okay. Dann ist er gut. Ja, tschau. Aua. Aua. Au! Nein, da grapscht er mich schon wieder. Ach, die grapschen einen immer sehr, sehr, sehr gut. Einem selber gelingt das meistens nicht. Schön er dran vorbei, will doch wegspringen und Patsch kriegt dann voll ab. Yes. So schaut's aus. Nein, du musst nach oben. Oh, dann wird er aber sauer. Auf dich aufzuladen. Das war gar nicht. Round 1. Ja, oh mein Gott. Richtig hin, bleib liegen. Das ist gesünder für dich. Ich hoffe. Ja, warum stehen wir denn nicht auf? Weil wir rumliegen. Wie ein Stück Pfund Reissack oder so. Lässt du den Quatsch? Schade, hätte der jetzt getroffen. Dann wär's mit dir aus gewesen. Ja, wir haben's geschafft. 1-1 wieder. Auf in die nächste Runde. Tralalalala. Eieieiei. So, und jetzt können wir uns auch von ihm das schöne Video anschauen. Ich glaube mal, es war sein Vater. So, ja, damit sind wir auch mit ihm durch.